Das ist eine Lebenseinstellung, das ist ein Lebensmotto, das musst du wollen. Wenn du einen guten Körper haben willst, dann musst du deinen Lifestyle ändern. Es kommt darauf an, dass du jeden Tag vernünftig trainieren gehst, mit den richtigen Techniken, mit den richtigen Übungen und jeden Tag vernünftig dich ernährst und deinem Körper genug Nährstoffe gibst, damit du fucking breit werden kannst. Und Knast ist gut für Training. Und dann hast du auf jeden Fall so das erste Handwerk, das ist sehr, sehr wichtig. Geht an Fitness nicht ran wie einfach nur, oh, pump jetzt und dann werde ich breit. So läuft's nicht. Bin unterwegs mit den Brüdern, wir wollen doch nur ein bisschen von der Sonne. Fahr am Kuder mit ner Bitch, der Kopf ist gefickt und ich öffne ne Bardo. Jeder will Aufmerksamkeit, doch der Schmerz auf mein Herzen wiegt über ne Tonne. Kann ich entkommen, bete zu Gott, bitte übernimm Kontrolle. Bro, mach mal bitte ein bisschen Fitness-Talk, Food und so weiter. Wie viel futterst du täglich und was? Oder achtest du nicht drauf und pumpst einfach? Oh, Bro, ich muss ehrlich sagen, ich esse fast jeden Tag das Gleiche. So, und das ist eigentlich Pasta. So, ich esse fast jeden Tag Pasta mit Salat. So, ich mache mir immer eine fette Portion Pasta und die esse ich sogar, ich esse sogar zweimal am Tag aktuell Pasta, einfach wegen den Gains. Das ist auch der Grund, warum ich so krass zugenommen habe. So, die Pasta-Gains, die sind auf jeden Fall dafür verantwortlich. Und zweimal die Woche esse ich außerhalb. Da gönne ich mir entweder einen veganen Burger oder irgendwie so, I don't know, was habe ich mir letztes Mal reingezogen? Falafeltasche mit irgendwas so. Also ich bin ehrlich gesagt nicht so krass am drauf achten, was ich esse. Ich will einfach nur genug essen so. Aktuell geht es mir eigentlich nur darum, dass ich genug drin habe, um die Gains zu behalten oder auch vielleicht eventuell noch mehr Gains zu machen so. Das ist gerade so mein Ziel. Aber was ich dazu sagen muss, ist aktuell finde ich schon wieder, dass ich ein bisschen zu viel aufgehe so. Ich habe ein bisschen das Gefühl, dass es, ja, okay, vom Fettlevel jetzt auch gerade wieder ein bisschen mehr wird und das ist halt nicht so, finde ich halt nicht so geil, ne? Skrrr! So, deswegen muss ich mal gucken, ob ich eventuell die Portion Pasta ein bisschen kleiner gestalte jetzt in Zukunft. Aber ansonsten, was kann ich Fitness-Tipps-mäßig noch raushauen? Ich versuche halt stärker zu werden. Hab mich letztens auch ein Bruder Matteo gefragt, Digga, schöne Grüße gehen raus, der ist gerade in Brasilien. Und zwar hat der mich gefragt, wie das funktioniert, dass man Masse aufbaut, so, weißt du? Weil er ist irgendwie ein Typ, der struggelt ein bisschen mit Masse aufbauen. Und da habe ich ihm gesagt, Bro, es ist halt wichtig, dass du dir ein paar Hauptübungen rausnimmst. Sowas wie Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern, Kniebeugen, Kreuzheben auch. Wo du halt wirklich konstant versuchst, über mehrere Monate stärker zu werden, besser zu werden einfach so. Viele gehen einfach ins Gym und machen immer das Gleiche und vergessen halt, dass es im Gym auch darum geht, besser zu werden. Du musst dich steigern. Du musst irgendwas in jedem Training versuchen, besser zu machen. Ob es die Technik ist, ob es die Range of Motion ist, so wie deine Muskeln sich anfühlen beim Trainieren, wie fokussiert du spürst, wie deine Brust arbeitet, wenn du zum Beispiel Bankdrücken machst. So. Du musst dich halt in irgendeinem Bereich steigern, sonst bleibst du gleich. Ich sehe so viele Leute im Gym, die nach 3-4 Jahren immer noch gleich aussehen. Einfach gleich, Bruder. So, die gehen jeden Tag trainieren. Ich sehe die jeden Tag im Gym und die machen immer das Gleiche. Die steigern sich nicht. Die verbessern ihre Technik nicht. Die informieren sich nicht, was sie machen müssen, damit sie noch geiler in Form kommen. So, hast du denn überhaupt den Hunger oder isst du nur so viel wegen den Gains? Man sagt ja oft, Ektos haben viel weniger Hunger und müssen sich das Essen regelrecht reinstopfen. Ja, das habe ich halt irgendwie nach der Zeit so für mich antrainiert einfach, ne, dass ich es geschafft habe, so viel zu essen. Früher war das bei mir genau so, wie du gerade geschrieben hast, Bro. Genau so. Also ich habe mich teilweise vor die Mahlzeiten gesetzt und habe gedacht, Bruder, ich muss, Bro, geht nicht, ich muss kotzen. So, hab mir das so reingeflasht, hab mir das so reingedrückt, dass ich es am Ende irgendwie hinbekommen habe, die Mahlzeit zu essen. Aber es war halt alles andere als schön und hat auch gar keinen Spaß gemacht. Mittlerweile, seitdem ich das einmal aufgebrochen habe eigentlich, seitdem ich einmal eine krasse Massephase gemacht habe und dann eine Diät gemacht habe, weil in der Diät hungerst du dann wieder und bist auf einmal mit dem, was du vorher eigentlich gegessen hast, nicht mehr zufrieden. Und das ist auch eine Sache, die muss ich euch hier im Vorhinein sagen, wenn ihr so rangeht an die Sache, wie ich das jetzt gerade sage, dann bleibt auch ein bisschen so eine Art Essstörung auf jeden Fall hängen. So, weil mittlerweile esse ich halt einfach viel. So, und wenn du dann eine Diät machen willst, dann merkst du halt einfach, wie das dir schwerfällt, wenig zu essen. So. Und mittlerweile bin ich einer, der eigentlich relativ gut essen kann und sich richtig fette Mahlzeiten. Bro, ich esse teilweise, ihr kennt ja die 450 Gramm Packung Nudeln, Bro. Mache ich
oder 500 Gramm mache ich komplett in den Topf rein und ich esse die auf einmal weg, Bruder. So. Und das habe ich früher niemals geschafft. Früher war ich bei 250 und habe schon gestruggelt, so. Das heißt, wenn ich jetzt mal wieder in eine Diät reingehen würde, dann würde ich auch voll strugglen mit wenig Essen auf einmal, so. Weil ich halt brutal Hunger dann immer hätte. Weißt du? Also es bleibt auf jeden Fall so eine Art Essstörung hängen. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr die Nummer auch so angeht. Aber wenn ihr Gains machen wollt, müsst ihr euch einfach dran gewöhnen, viel zu essen. Und ja, gerade wenn ihr so Leute seid, die eher dazu neigen, dünn zu sein. Ja, Mann. Der ist das, Digga. Chris Vegas sagt, danke Leon für den Food Talk. Seit 3 Streams immer wieder gefragt und jetzt hast du drauf geantwortet. Ich küsse dein Knie. Ich küsse dein Knie, Habibi. Wischu. Manchmal ist echt viel mit der Wärme. Ich küsse deine Ohrläppchen. Ohrläppchen-Vibes, man. Leon, was sagst du zu Haferflocken? Haferflocken esse ich jeden Morgen, Bro. Fühl ich. Zum Gains machen sehr nice. Und bezüglich Fitnessprogramm, was sagst du zu Kabelrudern, Beinpresse, Bauchpresse, Latzug, Bro, Latzugübungen, Kurzhantelübungen und Schulterpresse als Anfänger, als Übung? Nee, Bro, fühl ich nicht. Mehr in die Grundübungen rein. Mehr in die Grundübungen rein. Auf jeden Fall nicht so viele Maschinen machen, auch als Anfänger. Also die Übungen, die du reingeschrieben hast, fühl ich gar nicht, Bruder. Habe ich schon tausendmal gesagt, Bankdrücken, vorgebeugtes Rudern, Kreuzheben, Kniebeugen, Military Press, Langhantel, Bizeps Curls. So eine Sachen, darauf konzentrieren, darauf fokussieren. Erstmal jemanden suchen, der dir die Technik beibringt. Technik ist das A und O. Du kannst 10 Jahre lang Rücken trainieren, mit der falschen Technik wirst du nie einen krassen Rücken aufbauen. So. Das habe ich bei mir gemerkt. 3-4 Jahre lang habe ich Latzug gemacht wie, keine Ahnung, Bro. Ich habe einfach meinen unteren Lattansatz nie gespürt, so. Irgendwann hat mir jemand gezeigt, wie das richtig funktioniert und dann ging es auf einmal los, auch mit den Gains. So. Also, lass dir die Technik beibringen. Das ist das A und O. Such dir jemanden raus, der dir das beibringen kann. Such dir einen Personal Trainer. Investier da auch Geld rein. Leute wollen immer breit werden, aber nichts rein investieren, so. Investier Geld in einen Personal Trainer, investier Geld in einen Coach. So, zieh dir das rein. Wie machst du die Übungen richtig? Lern die grundsätzlichen Sachen. Danach weißt du, wie es läuft. Lern aber die grundsätzlichen Sachen. Schulterblätter hinten zusammenziehen, immer versuchen, gerade zu bleiben. Ellenbogen rein beim Latzug. Es gibt so ein paar kleine Kniffe, die einfach sehr, sehr wichtig sind. So, beachte die und dann hast du auf jeden Fall so das erste Handwerk. Das ist sehr, sehr wichtig. Geht an Fitness nicht ran wie einfach nur, oh, pump jetzt und dann werde ich breit. So läuft's nicht. So läuft's nicht. So. Es geht. Also es läuft schon. Du kannst halt, das Problem bei der Sache ist, du gehst halt ins Gym trotzdem, du trainierst und du denkst, du machst alles richtig halt. Und wenn du denkst, du machst alles richtig, aber du machst keine Gains, dann wirst du irgendwann jemanden, der sagt zu so einem Typen wie mir, der ist nicht natural, weil es ist gar nicht möglich. So, weil du das einfach für dich selber nicht verstehen kannst, weil du ja eigentlich alles schon gibst, so, aber trotzdem keine Gains machst. So. Ja, dann mach dir mal Gedanken darüber, ob du überhaupt richtig trainierst. Machst du die richtigen Übungen? Machst du die richtige Ausführung? Und dann konzentrier dich auf die Grundübungen. Kniebeugen, Kreuzheben, Bankdrücken, wie ich es eben schon erwähnt habe. Steiger dich da. Die ersten 2, 3, 4 Jahre geht es eigentlich nur darum, die Grundübungen vernünftig zu beherrschen und sich da zu steigern. So, und dann kannst du mit deinen komischen Lattmaschinen und Bauchmaschine, Presse, Messe und so, dann kannst du damit reingehen und dann bringt es vielleicht auch noch ein bisschen Feinschliff. So. Aber konzentrier dich am Anfang auf die wesentlichen Sachen. Mach dir auch keine Sorgen darüber, ob du irgendwie Supplements nehmen musst oder welche Supplements die besten sind oder so ein Scheiß, Bro. Supplements sind nochmal 2-3%, die du am Ende oben drauf packst, aber es kommt drauf an, dass du jeden Tag vernünftig trainieren gehst mit den richtigen Techniken, mit den richtigen Übungen und jeden Tag vernünftig dich ernährst und deinem Körper genug Nährstoffe gibst, damit du fucking breit werden kannst. Und Knast ist gut für Training. Synergy Voice, Visio. Ich fand gut, dass, was du im Livestream mit Justine gesagt hast, dass man beim 10-Wochen-Programm definitiv mit einem Jojo-Effekt rechnen kann. Ich habe einen Kollegen, der, das war so. Ja, Bro, das ist halt auch keine, das ist keine Sache von 10 Wochen. So ein Körper transformieren, sich, ist eine Lebenseinstellung, das ist ein Lebensmotto, das musst du wollen. Für dein Leben. Weißt du so?
Wenn du einen guten Körper haben willst, dann musst du deinen Lifestyle ändern. Es geht nicht darum, dass du mal ein paar Wochen oder ein paar Monate krass trainierst und danach gut aussiehst und dann wieder scheiße aussiehst danach. Es geht darum, dass du einen Lifestyle daraus machst. Wenn du wirklich halt Gains machen willst, einen guten Körper haben willst, langfristig, dann musst du deinen Lifestyle in die Richtung anpassen und auch durchziehen, weil, Bro, das ist der undankbarste Sport, den es gibt, glaube ich. Hörst du 3 Wochen auf, geht die Hälfte wieder weg. So. Ja, Digga, es gibt auch tausende Videos auf jeden Fall online, von mir auch. Danke für den Hinweis, Don Habibi, bester Mann, ich küsse dein Herz. Zieht euch auf jeden Fall die alten Fitnessvideos von mir rein. Ich habe damals schon sehr viel Content auf dem Nacken mitgegeben. So. Also da gibt es auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel. So. Mein Problem sind diese Fressanfälle. Okay, Bro, das ist scheiße. Dann hör auf damit. Leon, wie kann ich mehr Protein konsumieren? Also hab voll Probleme damit. Musst du gar nicht, Bro. Also ich bin ehrlich gesagt ein Typ, der gar nicht darauf achtet, wie viel Protein er zu sich nimmt, so, weil ich ja auch Veganer bin und für mich spielt es keine große Rolle mehr. Viele Leute denken immer, dass Protein das A und O ist, aber das ist es eigentlich nicht. So, natürlich solltest du ein bisschen Protein auf jeden Fall am Start haben, aber so viel, wie die Leute manchmal sagen, braucht man gar nicht. So, ich trinke einen Shake nach dem Training, Proteinshake. Ansonsten rein pflanzliche Ernährung. Und das Protein, was ich da rausziehe, das reicht mir vollkommen. Seht ihr ja so. Es ist ja auch offensichtlich so. Ne? Ich habe früher deutlich mehr Protein gegessen, habe nicht eine geilere, viel geilere Form gehabt so. Und saß halt die Hälfte vom Tag auf Toilette halt und hab rumgeschissen so. Mit dem ganzen scheiß Magerquark und Whey-Protein und was ich mir da alles reingehauen habe.